Der deutschlandweit einmalige Kreisverkehr in der Balinger Hurtnagelstraße ist seit Freitag offiziell für den Verkehr freigegeben. Mit einem symbolischen Schnitt übergab Oberbürgermeister Helmut Reitemann das neue Bauwerk seiner Bestimmung. Einmalig an dem Kreisverkehr ist, dass er direkt über den Bahnschienen liegt und deshalb nicht rund, sondern eher oval ist. Der neue Kreisel soll künftig mehr Sicherheit an dem zuvor recht gefährlichen Bahnübergang bringen. Die Gesamtkosten für das Projekt lagen bei 5 Millionen Euro. Ein Großteil davon trägt die Deutsche Bahn. Die Stadt Balingen beteiligte sich mit rund 1 Million Euro.